Darf Deutschland seine eigenen Grenzen kontrollieren? Und darf man Ausländer an der Grenze zurückweisen? Diese Fragen beschäftigen derzeit das Land wie kaum ein anderes Thema. Hier sind die Fakten, die du kennen musst, wenn du bei dem Thema mitreden willst. Erstens, darf Deutschland seine Grenzen kontrollieren? Grundsätzlich ja, aber das geht nur unter bestimmten Voraussetzungen. Deutschland ist Mitglied des sogenannten Schengen-Raums. Innerhalb dieses Raums, zu dem nahezu alle europäischen Länder gehören, darf es eigentlich keine Grenzkontrollen geben. Es ist aber eine Ausnahme möglich, nämlich dann, wenn eine sogenannte außergewöhnliche Situation vorliegt. Damit ist gemeint, dass ganz plötzlich eine sehr hohe Zahl von Migranten aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland kommen. So steht es in Artikel 25 des Schengener Grenzkodex. Aber haben wir in Deutschland gerade wirklich eine solche außergewöhnliche Situation? Die Bundesregierung sagt ja. Und das begründet sie so. Momentan sind die EU-Außengrenzen nicht zuverlässig geschützt. Dadurch kommen viele Migranten nach Europa und auf diesem Weg auch nach Deutschland. Und davor will die Regierung das Land schützen. Ein weiteres Argument: Die Bundesregierung will Deutschland mit den Grenzkontrollen vor islamistischem Terrorismus und grenzüberschreitender Kriminalität schützen. Es gibt aber auch Juristen, die Zweifel an dieser Argumentation haben. Ein Gutachten im Auftrag des Grünen-Politikers Erik Marquardt stellt etwa fest, dass die Grenzkontrollen an der österreichisch-deutschen Grenze seit Jahren rechtswidrig seien. Der Grund? Die Bundesregierung berufe sich auf abstrakte Gefahrenlagen und nicht auf eine echte Gefahr. Dort heißt es außerdem, die Grenzkontrollen hätten eine reine Symbolwirkung und seien eigentlich nutzlos. Zweitens, sind Grenzkontrollen zeitlich unbegrenzt möglich? Aber gehen wir mal davon aus, dass Deutschland seine Grenzen kontrollieren darf, weil es eine außergewöhnliche Situation gibt. Die Kontrollen sind dann trotzdem nur zeitlich befristet zulässig. Die Grenzkontrollen dürfen nur 6 Monate dauern. Wenn die außergewöhnliche Situation nach 6 Monaten noch andauert, kann man die Kontrollen nochmal um 6 Monate verlängern. Aber nach 2 Jahren ist definitiv Schluss, sagt der Schengener Grenzkodex. Drittens, darf Deutschland Ausländer an der Grenze zurückweisen? Das ist momentan nur in bestimmten Ausnahmefällen möglich. Nämlich dann, wenn jemand mit einer Einreisesperre belegt ist oder kein Asyl beantragt. Das heißt aber auch, sobald ein Ausländer an der Grenze Asyl beantragt, darf er nicht mehr zurückgewiesen werden, weil er dann ein bedingtes Aufenthaltsrecht hat. Aber darf man auch Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen? Hier wird es tatsächlich kontrovers. Manche Experten sagen, ja, das geht. Und dabei berufen sie sich auf eine Ausnahmeregel im EU-Vertrag. Im EU-Vertrag ist erstmals geregelt, dass es in Europa keine Kontrollen an den Binnengrenzen gibt. Aber in Artikel 72 steht, dass die Mitgliedstaaten trotzdem in ihrem Land die öffentliche Ordnung und die innere Sicherheit schützen dürfen. Die Bundesregierung könnte sich also auf genau diesen Artikel berufen, um auch Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. Es gibt aber auch andere Experten, die sagen, dass das nicht geht. Der Europäische Gerichtshof hat schon öfters über solche Alleingänge von Mitgliedstaaten entschieden und jedes Mal wurde die Zurückweisung für rechtswidrig erklärt. Falls du dich fragst, was der Unterschied zwischen einem Flüchtling und einem Asylberechtigten ist, hier eine kurze Erklärung. Ein Flüchtling ist jemand, der aus einer begründeten Furcht vor Verfolgung, zum Beispiel wegen seiner Rasse, seiner Nationalität oder seiner Religion, nicht in seine Heimat zurückkehren kann. Dabei ist es nicht notwendig, dass der Flüchtling individuell vom Staat verfolgt wird. Es reicht schon, wenn in seinem Land Krieg herrscht. Ein Asylberechtigter hingegen ist jemand, der ganz individuell vom Staat verfolgt wird, etwa wegen seiner Religion, seiner politischen Meinung oder seiner Ethnie. Der Begriff Asylberechtigter ist also enger gefasst als der Begriff Flüchtling. Aber lasst uns doch mal schauen, wie es an den jeweiligen Grenzen in Deutschland aussieht. An der deutsch-österreichischen Grenze gibt es seit 2015 Grenzkontrollen. Nach dem, was wir festgestellt haben, hätten diese spätestens nach 2 Jahren, also 2017, auslaufen müssen. Dass die Kontrollen dort immer noch stattfinden, ist also klar rechtswidrig. Das hat übrigens auch schon ein deutsches Verwaltungsgericht festgestellt. An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz sind ebenfalls Kontrollen eingerichtet seit Oktober 2023. Dort könnte Deutschland die Kontrolle also theoretisch noch bis Oktober 2025 weiterlaufen lassen. Natürlich nur dann, wenn bis dahin weiterhin eine außergewöhnliche Situation vorliegt. Die neu eingeführten Grenzkontrollen betreffen die Grenzen zu Frankreich, Dänemark, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. In Frankreich wurden die Grenzkontrollen sogar schon früher eingerichtet. Das hatte auch etwas mit den Olympischen Spielen zu tun. Die jetzt eingeführten Kontrollen laufen erstmal bis zum 15. März. Danach müsste Deutschland die Kontrollen wieder um 6 Monate verlängern. Die alten Grenzkontrollen laufen im Dezember aus und sollen ebenfalls nochmal verlängert werden. Viertens.
Welche Konsequenzen drohen Deutschland, wenn es Ausländer rechtswidrig zurückweist? In einem solchen Fall könnte die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten. Das ist eine Art Klage gegen ein EU-Land, wenn dieses gegen das EU-Recht verstößt. Wir stellen also fest, Grenzkontrollen und Zurückweisungen sind in bestimmten Ausnahmefällen möglich. Es ist aber juristisch sehr schwierig, diese Ausnahmefälle zu begründen, vor allem dann, wenn diese zu einem Dauerzustand werden sollen.